Eins, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen hier bei dem Video, wo wir da weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben. Ja, das wird jetzt mein Standardspruch. Und wir sind jetzt in Gnomeregan. Das ist schon interessanter vom Laufen her, aber ihr werdet es ja sehen. Sicher. Und jetzt sind wir mit anderen Charakteren da und Nico ist auch dabei. Genau. Oh Hi ja. Nico, habe ich ganz vergessen. Moinsen. Nico ist der Quotenidiot. Genau. Der nicht mal den Teufelshascher kennt. Ich kenne ihn. Kennst du Jetzt. gar nicht. Inzwischen. Du jemals ein Date mit ihm, der plötzlich hinter dir steht, anbrüllt und dir seinen riesen Fuß ins Gesicht haut und den 2,5 K dabei in dir versenkt? Nein. Nicht, dass du was verpasst. Vor allen Dingen, eigentlich war ja nicht mal das Schlimme, dass er plötzlich hinter dir stand, sondern er war in der Nähe und auf einmal rumpst es und der ganze Boden vibriert. Ja, und vor allem dieses laute Geräusch, ey. Lass mal hier den linken Dieses Boss mitnehmen. synthetische Brüllen. Ja. Und manchmal war der einfach buggy und ist quer über den Boden so komisch gerutscht. Ja. Oh, du gehst hier oben her, selten gesehen. Ja, wir nehmen alles mit hier. Wir brauchen noch Gear. Gier vor allen Dingen. Unglaublich viel. So. Granny aus Shenzhen bleibt erstmal stehen. Das eigentlich, wenn man jetzt Cross Realm irgendwie unterwegs ist, zählt man dann als Ausländer, weil man ja aus einem anderen Königreich kommt, so. Auf jeden Fall. Jeden Fall. Da sind wir wieder bei der Theorie von Theorie der Paralleluniversen. Integration, oder was? So, jetzt kommt hier quasi das erste Event für einen Boss. Weiß ich nicht. Was denn? Das Ding hier. Mochte ich noch nie. Ich finde Berührung des Todes so cool. Ihr nutzt eine Schwachstelle des gegnerischen Ziels aus, sodass es sofort stirbt. Das kannst du bei Ja. Kreaturen einsetzen, die gleich viel Gesundheit oder weniger haben. Wie geil ist das denn bitte? Ich freue mich schon auf den Boss. So. Einmal. Pik, puh, tot. Ja, aber naja, das macht aber auch nicht viel aus. Zumindest nicht im niedrigen Level, ja, im hohen Level nicht. Weil wenn du Nee, überlegst, du hast da einen Boss, klar. der hat 500 Millionen AP und du hast selber vielleicht als Ja, Tank aber zum vorne Leveln? deine Millionen. 800.000 Zum oder Leveln ist das geil. 800.000 macht er mich echt keinen Braten mehr fett. Also ich kritte mit meinem Sturmblitzschlag, mit Cooldowns und kolossalen Zerschmettern auf den Gegner auch ungefähr 1 Million. Ah, oh, genau, hier gehen dann so Steine auf und der Tank darf sich dann wieder ranschmeißen mit seinen AE-Fertigkeiten. Der einen Fertigkeit, die alle 3 Sekunden einsetzen kann, die nur 50 Schaden macht, 56 Schaden um genau zu sein. Guck mal, das ist jetzt schon echt schwierig. Wenn auf einmal dann nochmal welche in den 3 Sekunden, wo ich die Cooldown habe, noch da rauskommen. Das ist hier eine Anforderung, denen ich fast nicht gerecht werden kann. Auf jeden Fall. Also, ich kann euch ja jetzt gerade nicht meine Webcam zeigen, leider. Aber wenn ihr wüsstet, wie viel ich gerade hier zu tun habe, das wäre schon. Da würdet ihr mir ganz viel Geld spenden. Da würdet ihr für mich quasi eine Eisbucket-Challenge machen. Genau. Spendet dem armen Heiler Geld. Oh ja. Yo, Galileo Big Pictures, richtig geil. Da war ein Obdachloser, der hat einfach mal einen Rucksack mit 40.000, ich weiß nicht, Dollar oder so waren's. Hat er, waren da drin. Hat er zur Polizei gebracht und der hat sich so gedacht, ja, das muss doch jemand vermissen. Und dafür hat er unglaublich eine Urkunde gekriegt von der Regierung. Das war's. Ja, toll. Ja. Eine Urkunde. Und die Awesome. macht er in seinen Pappkarton auf, oder was? Genau das ist das. Aber zum Glück hat jemand diese Preisverleihung gesehen. Ein Student oder was, der war 27. Und der hat dann einen Internetaufruf gestartet. Deswegen komme ich ja gerade drauf über die Ice Bucket Challenge. Und hat für den jetzt schon 250.000 Dollar gesammelt. Ja, du, ganz ehrlich. Ja, du, siehst du gut, dass er das abgegeben hat. Ob 40.000 oder eine halbe oder ein Viertel Million, ne? Also mit einer
Viertelmillion, wenn ich die jetzt gerade Butz hätte, würde ich mir erstmal eine Wohnung suchen. Ein Fappen erstmal. Ja, oder so. Ja. Ich glaube, da wäre erstmal eine Wohnung suchen, erstmal komplett durchkleiden wieder, erstmal Friseur und alles, was dazugehört. Versuchen erstmal wieder in die Gesellschaft gescheit zu integrieren. Und neue Zähne einsetzen lassen. Mit dem Geld erstmal wirklich wieder neu anfangen. Das dauert ja erstmal seine Zeit. Und dann kann man irgendwann sich einen Job suchen und so weiter. Aber nicht erstmal direkt eine fette Karre kaufen und sowas. Das ist so schwachsinnig. Das ist auch. Wenn ich jetzt eine Viertelmillion hätte, was würde ich da machen? Ich würde mir erstmal eine Wohnung suchen. Ich würde erstmal Schulden abbezahlen von meinen Eltern und so. Ja, das kommt dazu. Wenn ich eine Viertelmillion hätte, würde ich so 50, 100.000 meinen Eltern geben. Ja, erstmal die Schulden von allen begleichen wegen Hausbau. Haben, ne? Da kommt es mit einer Viertelmillion nicht hin, glaube ich. Die Liebe muss ja auch einrechnen. Wenn die seelischen Kosten noch dazu rechnest, oh, das wird teuer, das wird teuer. Dann sitzt du direkt wieder auf der Straße. Niklas, was ist los? Hat ja gar keiner die Agro außer du. Doch, zwischenzeitlich schon. Toll, jetzt wollte ich ihn loben und du machst halt alles kaputt. Halt doch die Backe, Mensch. Okay. Halt doch die Backe Challenge. Gott, wie schlecht. Oh, jetzt macht's mir der Match aber schwierig hier. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, und Josie Lem hat's. Ich glaube mir zwischendurch mal die Agro. Klar, gönn dir. Gönn dir. Ja. Einen können wir noch. Nicht noch einen Boss eigentlich? Ja, anschließend. Ja, der kommt ja auch gleich noch. Deswegen, den Boss macht man auch seltenst. Das weil stimmt. Der viel zu viel Zeit frisst. Oh, 10 Sekunden bis zur Explosion, das heißt, ich muss reinrennen. Vor allem, man kommt da wirklich nicht mehr raus, weil. Ja. Also, wollte ich gerade sagen, kommt nicht auf die Idee und springt da rein, das ist wirklich gefährlich. Ich bin schon mal da drin hängen geblieben. Und dann? Ruhestein. Jetzt mittlerweile kannst du dich ja raus und rein porten mit dem Dungeon Browser. Hm. Aber früher ging das nicht. Ich weiß immer noch die Challenges, die ganze Gruppe rein und dann versuchen, wer es noch rechtzeitig raus schafft. Wer traut sich am längsten da drin stehen zu bleiben? Warum Kette? Hätten da nicht Handschuhe mit Leder drucken können? Nein. Nein. Blink. So, jetzt hier runterspringen, oder? Oder geht man hier erst links? Ne, hier geht man erst links. Wir können auch einfach hier runter jetzt. Oh, warte, den müssen wir eben töten. Genau wie den anderen, den noch gekillt wurde. Okay, ist tot. Jo. Nicht vergessen, wir haben hier so einen Rucksack, dass wir langsam fallen können, oder? Echt, Hammer? Ja. Wo? Oh. Der Trick war es immer auf dem, Wo ist der behinderte Rucksack? Ich finde den nicht. Der ist in der Questverfolgung mit. Ach, da. Oh ja. Der Trick war es immer auf das Zahnrad hier zu fallen. Jo, genau. Oh Gott. Wie kann man so inkompetent sein? Da rein und da hat erstmal alles gebrüllt. Oh ja, ich. Einfach so runtergesprungen in einen Mob rein. Ja, so das war früher gang und gäbe. Oh. Ja, früher, aber jetzt nicht mehr. Doch, siehst du doch. Ja, sie ist einfach oldschool, oder? Auf jeden Fall. Oh, Bedarf. Ach komm, der Bedarf. Wird sowieso. Ja, ich wollte gerade sagen, der wird sowieso gepult hier. Level 28 muss ich noch werden, dann wird's leichter mit dem Tanken. Krieg eine neue Fähigkeit. Hauen. Ja. Ja. Sauf, sauf, sauf. Oh, geil. Ja, ich hab Sprinten. Endlich. Wer ist denn hier bitte noch im Kampf? Alle? Guck mal, was hinter uns gepult wurde. Wow, wow! Wow! Es war das Mob des Dings von dem
Mage wohl. Oh fuck, fuck, ja. Scheiße. Bin down. Ja, das jetzt, sorry, aber das ging echt nicht zu healen. Nee, ist ja kein Problem. Konzentrier dich auf die, die noch leben. Genau. Ach, wirklich? Ich hab gedacht, ich retz jetzt schnell. Wieso? Rette Rettung sogar. Ja. Wo ist der Decay in der Gruppe? Ausweichen, 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 ausweichen. Guck mal, so heal ich das locker weg, wohl. Ja, ich hatte auch gerade einen Cooldown drin, dass ich fast allem ausgewichen bin. Also, dann krieg ich 45% Ausweichwertung. Aber es kostet 60 Wut. Und das ist echt langsam, wie ich die Wut hier aufgebaut krieg. Aber du hast einfach mal Full Mana, unglaublich. Jo. Wieso kann der eigentlich nicht mal sein hier, der nette Mundchen hier, die Eule, seinen Mond machen? Macht das nicht Flächenschaden? Oder welchen Level hat man da das bekommen? Weiß ich nicht. Aber schade, dass man während des Kampfes nicht wiederbeleben kann, das wäre voll praktisch. Ja. Gut so, sonst wäre es viel zu einfach. Das stimmt, das ist es nämlich. Einfach viel zu einfach. Bin ich außerhalb des Kampfes? Aber Nico, du hast doch verschwinden, oder nicht? Verstohlenheit habe ich, ja. Nein, verschwinden solltest du auch haben eigentlich. Oh, das habe ich wirklich. Da kommt das nächste Mob angerannt, ich werde bekloppt. Guck mal, das kann ich so eben gegenhalten. Und jetzt Cooldown. Voll. So krieg ich keine Wut. Ja, verschwinden bekomme ich erst ab 34, Niklas. Verschwinden hatte man damals mit Level 20 oder sowas. Verstohlenheit hast du ja von Anfang an. Ja, ich weiß, aber was Verstohlenheit ist, aber ich rede von Verschwinden. Ja, ja, Verschwinden 34. Also, ich habe jetzt gerade in diesem Kampf 33.000 Schaden gefressen. Ja, Tüte. Doch nix. Korrigiere 34.000. Super, dass Benedikt das so heilt und immer noch Full Mana ist. Easy. Ja, Juicy Lamb hätte ich vielleicht noch retten können, aber da habe ich einen Tacken zu spät reagiert. Ja, du musst ja echt so viel machen, wohl. Ja, das eben. Das ist ja das Problem. Ist aber auch anstrengend hier im Low Level. Holla die Wald. Ja. Ja, ich werde unkonzentriert. Was soll ich denn machen? Vielleicht solltest du nebenher noch irgendwie ein Rechenspiel spielen. Ja. Oh, der Hydro-Stock. Aber genial, man sieht das ja oben rechts, Gildengruppe. Ja, aber finde ich cool, wir machen hier die ganzen Gildenerfolge. Ich finde, wir haben einen Stammplatz oder sowas verdient. Und wir zocken sowieso nie auf dem hier. Wir zocken sowieso nie hier auf dem Server, aber hey. Tun wir nicht. Also wenn ich einen High-Charakter habe und die mir das anbieten würden, dann würde ich hier raiden, ja. Und ich krieg den Hydro-Stock. Wieso krieg Vor allen Dingen, es ist doch egal, Niklas, du kannst jetzt auch übergreifend raiden. Du brauchst halt nur einen Ali. Dann kann man eine Quest abgeben. Müssen wir da nicht eh durch? Ja, ich weiß, man kann übergreifend raiden, aber trotzdem. Weißt du, ganz im Ernst, in Warlords of Draenor hätten sie es auch ruhig so machen können, wo man sich schon mit Allianz verbindet, dass man Allianzler und Hordler zusammen raiden können. Nee. Das wäre doch voll geil gewesen. Ja, so RP-mäßig. Hey, Alter! Ach nee, die Kommunikation stimmt ja gar nicht, stimmt ja. Was willst du von mir? Ich soll pullen? Was sagst du über meine Mutter? Jetzt kommt Wambo gerade, lass mal TS labern. Wer kommt rein? Wambo. Boah, Nico, du machst echt viel Schaden teilweise. Ne? Ja, tut er auch. Ich weiß auch gar nicht, von wem er die Akku hat hier. Von dem Vieh hier vorne. Den konnte ich gar nicht ins Target nehmen. Ist ja nicht schlimm. Was ist das denn hier auf einmal? Das habe ich mir auch weggefragt. Laserbeam. Lock one Laserbeam. Wie geil ist das denn, bitte? Das ist ein Self-Heal. Schadensumleitung ist voll cool. Machen wir das doch mal. Alarm, eindringlich. Oh, wie viel Schaden mache ich gerade? Was?
Wie viel Schaden ich gerade fahre? Mindestens 7. Kein. Muss ich aber. Nein, du, bei mir machst du gar keinen Schaden. Jetzt gerade? 5 DPS machst du bei mir. 5 DPS, okay. Ja, danke, das wollte ich wissen. Ja, bitteschön. Kein Problem, aber bis dato wurde es noch nicht angezeigt. Yay! Oh, endlich habe ich Sprinten, ey. Kannst du bitte das Mob erst angreifen, was ich auch angreife? Nein, ich will dir doch die Akku ziehen. Das geht alles auf die Last des Healers. Oh, ja, auf jeden so Fall. Ich wollte gerade sagen, ärgere den Tank nicht, sonst lässt der Healer dich umfallen. Ja, hat er ja schon. Ja, siehst ja, wie es ist. Ja, wegen unserem sowas von kackgeilen Mage, aber das war damals immer so. Das ist so häufig passiert früher, weil niemand auf die Idee kam, das Mob erstmal freizulassen. Das war aber nicht mit dem Mage. Ich verstehe nicht, dass sich das Viech einfach mittlerweile runterportet. Ich verstehe das gar nicht. Echt? Ja, dass das so runterbackt so. Weiß ich gar nicht. Ich kenne ja auch nicht. Sagt mir jetzt gar nichts. Das erscheint dann auf einmal so neben dir. Oder wenn du irgendwo runterspringst, dass das so in der Luft so hinter dir herhakelt. Alles pullen, alles pullen. Hey, Sabi. Ja, ohne Spaß, pullen wir ein bisschen mehr. Okay. Verantwortung. Das Healen macht ja nichts. Die anderen, also, gerade hier Juicy Lemon, da muss man ein bisschen aufpassen. Huh? Juicy Lemon, komm zu mir, komm zu mir, ja, komm zu mir. Mach ich doch, aber das Vieh ist eh tot. Durch mein Gift gerade verhängt. Euer Ernst hier? Überlegen, was man tötet, müsste aber noch selber, wohl? Jo. Ach man, blödes aus, dass man nicht schräg stehen. Ach nein, ich kann es noch nicht einsetzen. Wie gesagt, pull mal ein bisschen. Ich bin festgehalten. Bin ich schön. Hört ihr mal bitte das Mob da hinten? Welches? Oh, warte. Der Mage. Oh, ja. Ach, jeden Tag kann ich es nicht ausziehen. Lauf ruhig ein bisschen weiter. Ja, ich will einmal noch. Ja, jetzt. Egal, ich bring's mit, beziehungsweise kill's. Oh, super GAU. Wenn die meinen AOE-Fähigkeiten ausweichen, jawoll. Siehst ja, vom Healen her schaffe ich das oder so. So habe ich eigentlich noch kein Mal der Wildnis. Mal der Wildnis? Das war doch vom Jäger. Oder nicht? Nein, Mal der Wildnis ist erst ab 62, das hat man früher mit Level 16 oder so bekommen. Aber was haben die denn gemacht hier? Bis dir das jetzt erst auffällt. Alles kaputt, Junkre. Links hoch. Weißt du, wie lange ich schon nicht mehr. Ja, aber das muss ich mitnehmen. Ja. Wie lange ich schon nicht mehr gelevelt habe? Das letzte Mal war, glaube ich, mit mir. Oder? Weiß ich gar nicht. Doch, genau. Kann sein. Da war ich gerade am netter Drachen. Farm. Glaube ich. Doch, stimmt, das kann sein. Jo, doch, genau. Soll ich den jetzt mal stunnen? Kann ich gar nicht. Wo ist denn der andere Kackkerl, ey? Ja, der hat ja immer ein bisschen mehr Leben, das heißt, ich kann mal ein bisschen stacken. Mach mal ein bisschen Schaden hier, oder? So, mach mal.
Boah, damit habe ich gerade nicht gerechnet. Jetzt wollte ich gerade mal ein bisschen Schaden machen und dann droppst du auf einmal so krank. Ja, wenn er nicht in der RB eingestellt ist, klar. Toll, jetzt wollte ich mich mal nützlich machen. Weiß er, dass es schneller geht, aber nein. Mach mich jetzt gerade doppelt nützlich. Inwiefern? Mach Schaden und ich tanke. Oh, das ist so ein geiles Schwert. Oh. Aber das hat doch früher noch so Geblitzdingsbums da vorne dran. Könnte man hier jetzt nicht auch runterspringen? Ja, wohl. Ja, aber warte, wo war nochmal der Questgeber? Unten. Unten. Und hier könnt ihr euch falsch Ah, schon fuck it. platzieren. Wo? Warte, hatten wir nicht. Nein, Oh, nicht. ich wollte gerade sagen, wir hatten noch einen Rucksack hier. Ja, Da ist er, man kann genau. doch hier irgendwo Fallschirme rausnehmen, oder? Ja, ihr habt immer noch den Rucksack im Inventar. Ah, stimmt, das hab ich. Oh, okay. Moment, jetzt muss ich Level mal up. zielen. Fuck. Sehr gut. Ich habe einen Vieh-Akku. Sorry. Mensch, Mensch, Mensch. Susi, Susi. Ah, ich glaube, ich muss jetzt Abendessen. Im Ernst. Ja, ist doch nur noch der Boss. Wir sind doch fast Ach durch. so, ja, anschließend ist das kein Thema, aber jetzt nicht, dass sie so krank Stress machen, dass sie jetzt direkt in einer Sekunde weg muss. Warte, wie war das? Susi sauer lispelt nicht. Susi, sag mal Ball. Ball. Sehen Sie? Oh, jetzt hab ich gerade angerufen. Hört man. Keine Ahnung, wer das ist, gehe ich jetzt nicht ran. Deine Eltern, komm essen! Oh, Level 27. Alter, wie lange geht das denn jetzt hier? Was aber wenigstens nette Musikbegleitung. Renn mal durch, dann sind wir schneller am Boss. Wenn du das sagst. Ja, hier, guck mal, kann ich ja super wegheilen. Aber die Nummer, die mich angerufen hat, kannte ich gar nicht. Och Mensch, wir hatten jetzt schon wieder Agro hier. Ja, ist egal. Wollte ich gerade sagen, lass noch verrecken. Du bist der Hina. Du, das sind wir hatten verrecken lassen. Darf ich schon, wenn ich keinen Bock mehr habe. Stimmt. Benedikt entscheidet über Leben und Tod. Ist so. Ja, ist echt so. Ach komm, dann sprinte ich halt an Dreh vorbei. Ist mir doch egal. Ich Die pull alles. Machtposition, ich find's auch richtig geil, oder? Ja. Benne, ich könnte ihn hier gebrauchen. Niklas, du bist außer Reichweite! 15, will 29. survive. Du warst so ein Millimeter aus der Reichweite. Dann hatte ich dich endlich, konnte so eben den Heilzauber aktivieren und rennst weiter. Aber das Schöne ist, beim Mönch hier, da kannst du, sobald du den Nebel gedrückt hast, stehen bleiben und der kann sonst wie weit aus der Reichweite rennen. Das geht trotzdem. Also es ist nicht so, dass du die Verbindung quasi verlierst. Ja, alle bitte in den Bomben stehen bleiben. Ja, Sigi. Ah, ganz im Ernst, da passiert trotzdem nichts für mich. Erstmal das Wasser elementar heilen. Ja, Keine Ahnung, wer mich da gerade angerufen hat oder ob das wohl Wambo war. habe ich auch kurz dran gedacht. Oh, du zockst Ali. Geh mal an dein Handy. Ja, guck mal, er war's. Wieso GZ. hat bei mir der Twitch-Chat nicht? Bitte? Nein, das war nicht im Twitch-Chat. Achso, wo dann denn? Achso, Ingame. Muss mit dir labern, Junge. Dann sag ich immer, sollst du erst kommen. Dann auch kurz machen. Yay! Alles klar. Ja, Oh, Wambo zockt ich. auf Horde, auf Arthas. Oh, ich habe Quest-Item gekriegt. Ja. Ah, nee, das Ding mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. So, ich renne jetzt durch. Habe ich dir das diesmal erlaubt? Ja, aber mach du mal. Solange du die Agro halten kannst. Das werden wir sehen. So. Ab. Lol, guck mal, wie du sofort wieder voll bist. Lol. Ruffel. Ruffel XD. Dumpfk. Ne, wollen wir wieder wie gestern anfangen? Das sind Bibi und Tina. Das sind Aber Bibi Neos und und Tina. Sabrina. Neos und Sabrina. Sie jagen Wind. Sie reiten geschwind. Oh, sie Freunde sind. Aufklappern. Pferde traben, springen über den Wassergraben, über Stock und über Stein. Da kann das nur sein. Das sind Bibi Mann. und Tina. Das sind Sabrina. Warum dieser
diese Double Bass Phase da, die finde ich geil. Richtig musikalisch gut gemacht, dieses Lied. So, ein netter Stab. Er hat einen kleinen Mond vorne dran. Just netter nicht. So, ich charge ran und mach dann wieder als Kätzchen Damage, wohl? No, go, go. Mach das. Okay, alles klar. Alles klar. Tut mir leid, den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Das ist mein Mob! Ja, auf ihn aufzudrehen. Noob Tank. Ich bin Gedingsbums. Du hast zu diesem Zeitpunkt einfach schon 5000 Heilung gekriegt. Hauptsache Hüter das Licht, Skill, oh, Gnome Regal. Nee, das Willenskraft drauf. Das Willenskraft drauf. Das Resi drauf, den brauch ich, du Abhöhung. Nein, den brauch ich, Need. Oh, und ich hab Anschluss bekommen. Gut, ich fall jetzt ein bisschen aus, aber egal. Warte, ja. Meldet euch bei Kommandant. Hier drüben. Venus. Nase. War das nur die eine Quest? Yes. So, Instanzgruppe verlassen. So, ich sag mal bis später, weil. Ja, bis später. Und ich würde sagen, das ist auch der Moment, wo wir mal eben den Stream stoppen und die Aufnahme. Wir waren ja in der Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr auch mal genug Regan gesehen, wie man das so standardmäßig läuft. Wie gesagt, den ersten Boss nimmt man nicht unbedingt mit, weil es so sehr Zeit kostet. Ja, wie gesagt, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder einen Daumen nach unten. Wie ihr wollt. Macht's gut, Jungs und Mädels. Cheerio. Cheerio.